Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Greyzone Warfare. Wie ihr seht, sind wir schon wieder in Vampire. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist das für eine Gestalt? Was? Egal. Was wollte ich sagen? Ja, wir sind wieder in Vampire. Leider. Das Spiel läuft gerade ganz gut, ohne abzustürzen. Und ich bereue jetzt schon, das gesagt zu haben. Dann wird es wahrscheinlich gleich abstürzen. Aber egal. Genau, weil wir haben hier zwei Missionen. Wir sollen einmal den Leader ausschalten und wir sollen drei Proben sammeln. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, ich nehme schon eine Folge auf, wo es gerade läuft. Dann nehmen wir das noch mit. Und dann gehen wir aber eventuell in dieser Folge oder in der nächsten Folge dann spätestens wie geplant ihr wisst schon wohin. Tiger Bay. Ich bin jetzt hier, hab allerdings vergessen, mir Waffen einzupacken. Das war besonders clever. Aber glücklicherweise läuft hier ein Teammate rum. Bedeutet, wir können uns mal ein paar Waffen schnappen. Das ist fucking awesome. Damit wir das hier auch überleben. Ein Traum. Die ist natürlich ein bisschen besser, weil die ein Visier drauf hat. So, ich habe natürlich auch meinen Schlüssel wieder mitgebracht. Tatsächlich ist das Gute, dass wir die Quest jetzt hier wahrscheinlich relativ einfach rumkriegen. Denn der Kollege ist hier am Clearen oder hat alles schon geclearet. Wenn wir Glück haben, hat er hierfür keinen Schlüssel. Doch, hatte er. Aber er hat ein paar ganz nette Sachen scheinbar gehabt. Oh, die Rüstung nehmen wir mal mit, solange wir nichts Besseres finden. Okay, da geht gar nichts. Na gut. Ja, die Frage ist natürlich nur, ob wir jetzt hier den Leader ausgeschaltet bekommen, wenn er schon alle gekillt hat. Das könnte in der Tat ein bisschen schwierig werden. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wo der sich rumtreibt. Vielleicht haben wir ja auch Glück und finden noch ein paar Schlüsselchens. Genau, wir sollen irgendwelche Proben einsammeln. Wenn ich richtig informiert bin. Warte mal, der Brunnen, den habe ich doch irgendwo schon mal gesehen, glaube ich. Ne, ja, hier hinten. Das ist doch bestimmt der Brunnen, oder? Safe. Safe, safe, safe. Ja, dass das Ding so groß sein muss, ne? Egal, dann machen wir ein paar Magazine drumherum. Ja, perfekt, das ist der Brunnen. Number One haben wir schon mal. Und wenn ich mich nicht recht täusche, ist hier irgendwas am Strand auf jeden Fall. Irgendwo, ich glaube da, Gott, da hinten irgendwo, müsste so eine kleine Grube oder sowas sein. Da kann man anderen Sachen hier einsammeln. Ah ja. Perfekt. Ja, ich habe das bei jemand anders schon mal gesehen, daher weiß ich so grob, wo das alles ist. Hab dir in den Kopf geschossen, Freund. Was erlaubst du dir, das zu überleben? Als Strafe wünsche ich mir von dir einen Schlüssel. Will er aber nicht. Dann nehme ich seine Waffen. Her damit. Er hat meinen Wunsch erfüllt. Du bist ja ein wahrhaftlich freundlicher Dude. Ist ja unglaublich. Einfach nur traumhaft. So, was ist das? Ich habe gelernt, man kann hier draufklicken. Fishing Huts. Okay, vermutlich also hier die... hier waren irgendwo an der Küste, waren hier Gebäude, die abgeschlossen waren. Ne? Ich erinnere mich, glaube ich, so grob.
Und zwar waren das, glaube ich, die Großen. Da lässt sich bei jemand abholen. Nee. Okay. Das müssten die hier gewesen sein. Vielleicht könnte ich mir vorstellen. Wie sieht das hier aus? Nee, das ist normal. Dann vielleicht einer weiter links oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist schon eine Weile her, dass wir hier waren. Vermutlich die... Oh Gott, mit dem Gangzeichen hier drauf. Oder das ganz große hier. Also das ist auf jeden Fall offen. Könnte sein, dass er das schon aufgeschlossen hat. Ja. Okay, das wär's gewesen. Alles klar, aber dann haben wir schon mal zwei Schlüssel. Das freut mich. Ja, nehmen wir mal mit. So, auf wen wird hier geschlossen? Motherfucker! Wie sprichst du, Schweinebacke? Benimm dich mal ein bisschen, Freundchen. Wen schießt er eigentlich die ganze Zeit? Hier irgendwas Schönes am Start? Ja, das ist auf jeden Fall über mir irgendwo. Auf wen schießt der? Oh! Lol! Das war der fucking Anführer. Cool. Easy go. Easy going, meine ich natürlich. Nicht easy go. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft, es läuft, es läuft. Dann trinken wir ein Schlückchen. Und dann holen wir uns noch die letzte Probe ab. Und dann können wir hier schon reinhauen. Und können direkt nach Tiger Bay switchen. Vorausgesetzt, wir sterben jetzt nicht. Okay, 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 okay. Okay, okay, beruhigt euch. Treibt sich herum. Würde ich eigentlich gerne mal die Waffe wechseln. Ich glaube, die hier ist besser. Hat allerdings ein Dingsmagazin. Okay, das war er. Unload. Wo haben wir das jetzt hingetan? Na ja, egal. Ganzen Tabletten gönne ich mir mal. Die kann ich gebrauchen. Andere jetzt hier auch tot. Mir da noch ein bisschen unsicher. Holy shit. Reiche ich doch nicht so ran. Was mich erschreckt. Ich höre immer nur dieses Rascheln in den Büschen. Und dann habe ich direkt Angst, einen Headshot zu kassieren. Lasst euch so, wie es ist. So, wir... Habe ich Muni dafür? Ne, habe ich nicht. Na egal. Wir müssen hier nur ein ganz kleines Stück weiter. Da ist nämlich schon das Vogelhäuschen unserer Begierde. Beruhigt euch! Ich komme in Frieden! Wo hat er denn hingeschaut überhaupt? Hat er auf meinen Mate geschossen? Wahrscheinlich. Na gut. Sehen wir mal zu, dass wir hier reinhauen. Gut, dann war das ein relativ kurzer Exkurs nach Bumper. Ich würde sagen, ich rufe mir ein Heli, verkaufe mal ein paar Sachen, nehme die, gebe die Quests ab. Und wenn wir Glück haben, schalten wir vielleicht ja sogar schon Banshee frei, weil dann hätten wir ja das
die wundervolle Möglichkeit, einen Schalldämpfer für unsere M700 zu finden. Ich habe übrigens eine weitere M700 wieder aus der Anfangsstadt gelootet. Da war ich nämlich vorhin kurz für Artisan und habe eine Quest gemacht. Ja. Was hat er denn da für ein schönes Gewehr? Ach so, das ist nur das. Okay. Ja, nichts Besonderes. Könntest du mal eine Sonnenbrille aufsetzen. Genau, und dann geht's ab nach Tiger Bay, würde ich sagen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich sag, glaube ich, nochmal den Mate Bescheid, dass ich reinhaue. Dann kann er mitfliegen, vielleicht, wenn er Bock hat. Request denied. All available birds are in flight. Nö. Bin ich wieder. Ganz kleine Planänderung. Ich habe gesehen, wir haben noch zwei Quests bei Paradise Hunter oder Hunter's Paradise, vielmehr, offen. Und ich dachte mir, wir machen die schnell noch, weil dann steigen wir auch bei der, wie heißt sie denn, die Ärztin, steigen wir auf jeden Fall in den Level auf. Und eventuell kriegen wir ja dann endlich Banshee, weil wir haben ihn immer noch nicht freigeschaltet. Ich würde echt gerne einen Schalldämpfer haben, bevor ich nach Dings gehe. Naja, ihr wisst schon. Warum vergesse ich denn die ganze Zeit den Namen? Tiger Bay meine ich natürlich. Genau. Und was haben wir noch für eine Quest? Wir sollen noch eine VIP-Liste finden. Bin mal gespannt, wo wir die finden. Eine VIP-Liste und irgendeine Person, glaube ich. Ich glaube, die soll sich irgendwie westlich hiervon aufhalten. Wir müssen erstmal dringend was essen. Unsere Energy ist low. Noch ein bisschen was trinken. Und dann sieht es doch schon wieder gleich bestens aus. Ein Traum. So, wer ballert hier rum? Kann er nicht mal sterben? Danke. Grüß dich. So. Nehmen wir mal alles mit. Nehmen wir mal alles mit? Nee. Ich weiß gar nicht, habe ich den Schlüssel am Start? Wer ist er eigentlich? Hm, Spieler. Okay, die waren hier schon fleißig unterwegs. Haben sie vielleicht was Schönes für uns übergelassen? Nicht wirklich. Magazine haben sie leer gemacht. Da ist auch gar nichts mehr drin. Wir können das einfach mal aufsammeln. Falls wir nichts Besseres finden. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal so eine kleine Shotgun. Dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwo die VIP-Liste finden. Wo könnte die sein, ist die Frage. Vermutlich. Eventuell. Nee. Entweder da drüben, vielleicht in dem Restaurant oder irgendwo hier hinten. Könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch irgendwo in dem Haus. Oh, die Kasse. Die Kasse habe ich ganz oft vergessen zu looten. Fällt mir gerade ein, wo ich sie sehe. Cheat. Oh, eine SKS. Ja, warte mal, ich glaube, das bringt mehr Geld, oder?
Das sollte mehr Geld bringen. Hätte ich jetzt mal behauptet. Ja, schmeißen wir das Ding auch nochmal weg. Ja. Passt, passt, passt. Haben wir hier vielleicht auch noch was liegen lassen? Ja, können wir auch mal mitnehmen. Können wir alles verkaufen. So, aber wir brauchen eigentlich so eine schöne kleine Liste. Vielleicht hier drinnen. Das könnte doch ganz gut sein. Irgendwo hier? Nö. Jo, Alter, wo kommst du denn her? Beruhige dich mal, Kollege. Oh, ja. Yay. Oh, wir müssen die mitnehmen. Ja, gut. Wie viel Platz braucht die? Okay, nur ein Ding. Perfekt. Dann schmeißen wir die mal hier rein, bevor wir irgendwie sterben oder so. Oh, dann würde ich glatt behaupten. Wie sieht's aus? Was haben wir abbekommen? Ja, ein bisschen was. Lass uns mal so ein Ding benutzen. Warte mal, und dann gucken wir mal hier die Quest. Okay, Shooting Range. Ja, okay, sollte eigentlich direkt hier sein. Gut, vielleicht ist er nicht direkt hier. Wir schauen mal, einen toten Körper sollen wir finden. Nicht das richtig. Verstehe. Schauen wir mal. Muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen. Vielleicht spawnen jetzt hier noch mehr. Was hast du denn hier da? So, hast du hier irgendwas Schönes für mich? Nö. Nicht wirklich. Ich habe eh keinen Platz mehr, ne? Scheiß drauf. Na, AK bringt mehr als eine Shotgun eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ob das so die beste Waffe für die Range ist. Siehst schon, komm, wir kassieren gleich wieder. Eigentlich, wenn wir hier eine Leiche suchen, müsste doch eigentlich der perfekte Ort da hinten gewesen sein, oder nicht? Also sprich, wo die ganzen schon rumlagen, die ganzen Leichen. Wenn wir das dann nochmal genauer angucken. Ich war da zwar ja eben schon, aber ich habe nur so einen ganz kurzen Blick geworfen. Wir gehen auch vielleicht mal hier durch und gehen außen rum. Eventuell haben wir ja hier irgendwas nochmal übersehen. Ich glaube, die ganzen Leichen liegen nur hier außen rum. So, hat das hier irgendwas mit zu tun? Ne, sieht aber nicht so aus. Irgendwas. Er auch nicht? Ne. Okay, vielleicht er? Stimmt. Aha. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, ich würde sagen, okay, wir sollen was, eine Identitätsdings finden. Jetzt vielleicht fast schon wieder abgehauen. Oh. Was ist das hier? Beiletter, oh. Bitte, wir droppen mal das und dann nehmen wir das. Nein. Gott. Nehmen wir das mit. Sehr schön. So, jetzt haben wir es aber, oder? Jupp. Jupp. Okay, perfekt. Ja, gut, dann hauen wir direkt wieder rein. Und dann geht's aber hoffentlich nun endlich wirklich nach Tigers Bay.
Stecke fest. Hilfe. So, wir sind angekommen in Tiger Bay und wie ihr vielleicht seht, habe ich eine schöne kleine Waffe mitgebracht. Und zwar eine CQA-1 mit einem schönen Scope drauf und einem Schalldämpfer. Schauen wir mal, wie das so läuft. Wir sind ja letztes Mal, lass uns mal hier die Karte aufmachen, hier so runter und dann nach hier und haben uns hier so ein bisschen umgesehen. Tatsächlich würde ich jetzt gerne erstmal hier einmal so rumgehen, gucken, ob wir hier noch eine Landezone freischalten und dann hier diesen Weg hier einschlagen, wo der Kollege hier schon gerade ist. Vielleicht haben wir Glück und bis dahin sind die Gegner hier wieder gespawnt. Aber als allererstes würde ich doch tatsächlich gerne mal probieren, ob ich da eventuell einen Gegner sehe, dass ich den einfach mal wegmache. Ich würde nämlich gern wissen, mal ein bisschen hier umstellen, wie sich das aktuell so verhält. Aha, denn die dürften uns doch eigentlich nie im Leben finden, wenn wir jetzt hier irgendwo sind. So, wir haben den jetzt weggemacht. Theoretisch dürfte das doch kein Schwein mitbekommen haben. Also zumindest vor allen Dingen nicht wissen, wo wir sind. Das wäre schon ziemlich mysteriös, weil wir sind jetzt so weit weg und dann noch mit Schalldämpfer. Wenn die jetzt auch wieder sofort wissen, wo wir sind, dann wäre der ganze Schalldämpferkram ein bisschen sinnlos. Aber da wir hier schön ruhig auf dem Feld stehen können und nicht beschossen werden, scheint das gar nicht so schlecht zu sein. So, gut, wir gehen jetzt mal hier Richtung dem Haus. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen die Zoomstufe rausnehmen, weil wenn wir hier irgendwie im Nahkampf sind, dann habe ich natürlich ein Problem. Gut, wir gehen mal hier so in die Richtung. So richtig, ne? Ja, okay, perfekt. Erstmal quasi an dem Wald hier lang. Achso, wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Waffe zusammenbaut, ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich habe schon ein kleines Tutorial dazu auf meinem Kanal hochgeladen oder es kommt noch. Je nachdem, müsst ihr mal schauen. Oha. Ich sehe seinen Kopf leider gerade nicht mehr. Wir zoomen mal noch ein bisschen rein. Da kommt der gute Kollege. So. Wissen die jetzt, wo wir sind? Nö, oder? Und der guckt aber schon wieder verdächtig in meine Richtung. Und der guckt auch verdächtig in meine Richtung. Ach, come on! Ich möchte betonen, dass ich relativ, oder die relativ hinter Büschel standen, hinter relativ vielen Büschen, ich irgendwen mit einem Schalldämpfer weggesniped habe, aus ziemlich großer Entfernung, und die trotzdem sofort wussten, wo wir sind. Negative. All birds are in the air. Also irgendwie habe ich das Gefühl, negative. All birds are currently dispatched. Das mit dem Schalldämpfer läuft noch nicht so gut. Oder es liegt daran, dass die NPCs einfach wieder mit ihren übernatürlichen Adleraugen mich natürlich sofort erspähen. Die drehen sich einmal 360 Grad im Kreis und zack. Haben sie mich entdeckt wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Kommt mir irgendwie noch nicht so richtig vor. Negative. All birds are in the air. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder warten. Negative, all birds are currently dispatched. Bis hier so ein kleiner Heli ankommt, ne? Und wie instant der mich schon wieder weggesniped hat. Irgendwo weiß ich nicht von wo. Alter, ich stand so weit weg.
Ich hätte die ohne mein Scope gar nicht erkannt, wahrscheinlich vernünftig. Wir werden uns das gleich nochmal vor Ort gleich nochmal anschauen. Und wir werden das Ganze jetzt mal ein bisschen analysieren. Entfernung, kann das sein oder ist das Spiel verbuggt? Wenn ihr dazu was habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. So, warte mal, da ist mein Buddy. So, okay, lass uns erstmal unser Kram hier nehmen, bevor wir nochmal sterben und alles weg ist. Also. Gut, wir sind genau hier. Also ich kann von hier aus die Gegner nicht mal erkennen. Dahinter stand er, hinter dieser blauen Tonne. Die sehe ich von hier nicht mal wirklich. Also ohne Zoom. Gut, da hinten den Gegner kann man zum Beispiel erkennen. Der steht da rum. Ja, okay. Aber da zwischen den Büschen, naja, ich weiß ja nicht. Und selbst wenn auf die Entfernung, also ohne Scope, schon auch nicht schlecht, muss man sagen. So, pass auf. Warte, wir machen erstmal einen kleinen Entfernungscheck. Wir sind hier. Und der Typ war ja ungefähr hier im Haus. 86 Meter. Okay. 86 Meter. Lass uns mal kurz die Waffe anschauen. Beziehungsweise den Schalldämpfer vor allen Dingen. Minus 72 dB. Wie laut ist denn so eine Waffe überhaupt im Allgemeinen, generell? Weiß man natürlich nicht. Ja, hören tut man das, das ist schon klar. Aber kann man orten, von wo das kommt und warum sehen die mich dann sofort? Also wenn ich jetzt hier mal ein bisschen hinters Gebüsch gehe, ne? So, und mich vielleicht noch hinhocke, aber dann kann ich ihn wahrscheinlich nicht... Oh, ich kann ihn wegsnipen. So. Weiß er jetzt, wo ich bin? Mal, wir gehen mal hier hinter dem Gebüsch hoch. Er guckt doch schon wieder straight in meine Richtung, oder? Kannst mir sagen, was du willst. Nee, er sucht mich. Jetzt hat er mich gesehen. So. Danke. Ich weiß nicht, bin mir noch unschlüssig. Er wusste jetzt nicht sofort, wo wir sind, auf jeden Fall. Zumindest sah es nicht danach aus. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, die können zu gut sehen. Also die erkennen einen zu schnell und zu gut, meiner Meinung nach. Die hören halt den Schuss, wissen auch dann ungefähr, wo es herkommt und dann gucken sie halt in die Richtung. Und die sehen einen halt sofort. Der hat mich auch erst nicht gesehen und dann hat er ein bisschen in meine Richtung geguckt und zack, hat er mich sofort fixiert. Also so kam es mir jetzt zumindest rüber. Er hat allerdings aber noch nicht angefangen zu schießen. Was ist das da? Ah ja. So, pass mal auf. Wenn ich jetzt hier schieße, einfach nur mal hier so in seine Nähe. Ja. Okay, alles klar. Entschuldigung bitte, dass ich gefragt habe. Kommt nicht wieder vorher, NPC.
Er ist auf jeden Fall der krasse Dude. Mit dem lege ich mich nicht mehr an. Neue Hose freigeschaltet. Wollen wir die mal mitnehmen? Ganz nice aus. Och, jetzt muss ich auch wieder ein Heli rufen. Och, nö. Nö. Jetzt muss ich wieder 8 Stunden warten. Request denied. All available birds are in flight. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle und schauen mal in der nächsten Folge, ob wir es jetzt mal endlich durch Tiger Bay ein wenig hindurch schaffen. Wenn wir nur auf solche NPCs treffen, werden wir nicht weit kommen. Das kann ich euch jetzt schon mal versichern. Aber wir schauen mal. Alternativ suchen wir mal Midnight. Denn da soll ein richtig cooles Hotel sein. Das soll ganz geil sein. Da wird uns die Sniper aber nicht viel bringen, weil wir wahrscheinlich viel drinnen kämpfen werden. Da werden wir dann auf jeden Fall eine andere Waffe nehmen. Aber erstmal nächste Folge noch hier ein bisschen Tiger Bay. Ich werde mich jetzt hier ganz außen drum herum schlingeln und dann von hier reingehen. Und schauen, dass wir nicht Instant Headshots die ganze Zeit gedrückt bekommen. Ja. Dementsprechend bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich selber ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.